Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass wir wieder eine Veranstaltung hier im Haus in Präsenz haben. Wir beschäftigen uns heute auch mit einem ganz relevanten, ganz wichtigen, großen Thema und zwar überhaupt mit unseren Emotionen und dann auch mit der wichtigsten, fast wichtigsten Emotion, der Angst. Und wir wollen da heute jetzt in dieser ersten kleinen Vorlesung über Angst sprechen, über die Reaktionskomponenten, also die Symptome, die auftreten bei Angst, über die Funktion der Angst und was löst Angst aus und wann wird Angst krankhaft, pathologisch, wann und wie können wir mit der Angst umgehen, wie können wir einfach normal, psychologisch Angst bewältigen, wenn wir so viel mit ihr zu tun haben? Welche Strategien gibt es da? Was können wir tun? Wenn wir uns mit der Angst beschäftigen, dann sehen wir, dass es erstmal eine Zustandsangst gibt, nicht? Die sich körperlich zeigt. Also ganz spontan Zustand in einer bedrohlichen Situation. Und was gibt es so für bedrohliche Situationen? Eine große bedrohliche Situation ist für uns heutzutage vor einer größeren Menge an Menschen, vor einem Publikum zu sprechen, das wir nicht kennen. Das ist erstmal eine ängstigende, potenziell ängstigende Situation, die immer auch mit einer erhöhten Aktivität des autonomen Nervensystems, also mit unserem Vegetativum einhergeht. Wir merken selbst eine Erregung, ein Gefühl von Anspannung in der Angst. Wir erleben eine Bedrohung und sind besorgt. Nicht? Das ist der Zustand der Angst, den wir kennen. Und dann gibt es auch eine Persönlichkeitsvariable, die jeden Menschen kennzeichnet. Wie ängstlich ist er? Wie geht er mit Angst um? Das ist die sogenannte Trait-Angst. Und in der, also mit der Frage, wie intensiv wird Angst erlebt und wie lang anhaltend ist sie, wie ängstlich ist jemand. Nicht die Angst, die Zustandsangst, die kann sich jetzt an verschiedenen Parametern zeigen. Also es gibt verschiedene Reaktionskomponenten im Wesentlichen, das Emotionale, aber auch das Kognitive. Also die Angst zeigt sich in unserem Denken, indem wir das Denken dann ausrichten auf die Quelle der Bedrohung. Wir beschäftigen uns mit einer Gefahr und wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die Gefahr aus und wir kriegen ein bisschen einen Scheuklappenblick. Also wir gucken auf die Gefahr und nehmen das andere nicht mehr so wahr und wir antizipieren, also wir schauen, was kann jetzt passieren. Das ist die kognitive Komponente dabei und unser Verhalten verändert sich ganz automatisch. Es ist so, dass wir in eine Anspannungssituation kommen. Der Sympathikus von unserem vegetativen Nervensystem, der fährt hoch. Unser Herz schlägt schneller, unsere Atmung geht schneller. Es kann sein, dass der Muskeltonus wird stärker. Die Muskulatur ist gut durchblutet, weil der Blutdruck auch hochgeht und Glucose, also Zucker, freigesetzt wird, damit wir fliehen können. Nicht? Also in eine Fluchtsituation, Flucht vor dem bedrohlichen Reiz kommen können oder indem wir eben kämpfen, versuchen zu kämpfen. Also Fight-Flight-Reaktion, das ist die Reaktion auf einen bedrohlichen Reiz und als drittes eben die Aktivierung, das hatte ich ja schon gesagt, des autonomen Nervensystems. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Es kann sein, dass wir, dass unser Sympathikus hochfährt und wir diese Erregung spüren. Es kann aber auch das Gegenteil sein, dass der Teil des vegetativen Nervensystems, der eher für die Ruhe und für die Entspannung zuständig ist, also der Parasympathikus, dass der hochfährt und dass wir in einen sozusagen Todstarreflex kommen, dass wir ganz, ganz ruhig werden, uns nicht mehr bewegen
und so der Situation begegnen. Warum manche Menschen eher zum Freezing neigen und warum manche sehr stark mit dem Sympathikus reagieren, das weiß man nicht genau. Es gibt da so ein bisschen dispositionelle Unterschiede zwischen den Menschen. Und dann sehen wir natürlich die Angst ganz stark in der Mimik. Und wenn Sie dieses Bild sehen, dann wissen Sie sofort, der hat Angst, und Sie wissen auch sofort, da ist eine Bedrohung. Und das ist ganz wichtig, dass das sofort über diesen Gesichtsausdruck wirklich auch kulturübergreifend erkannt wird. Nicht? Wir müssen das sofort schnell detektieren können. Und die Augen sind weit aufgerissen. Wir sehen das Augenweiß sehr stark. Die Oberlider sind gehoben, die Unterlider sind gespannt und die Augenbrauen sind so zum Strich, also auch etwas gespannt. Nicht? Wir haben Falten auf der Stirn und wir sehen auch etwas weiß von den Zähnen, weil die Oberlippe gehoben ist und die Mundwinkel so nach außen gezogen. Letztendlich sehen wir viel Weißes im Gesicht und man interpretiert diesen Gesichtsausdruck auch so, dass das Weiß eben auch schnell erkannt wird. Auch wenn man schlecht sieht, vielleicht in einer Situation, die schlecht überschaubar ist, dann sehen wir das Weiße und wir sehen, wenn wir das Gesicht sehen, da ist eine Gefahr, auf die müssen wir reagieren. Was signalisiert der Gesichtsausdruck auch? Oder was signalisiert die Angst natürlich? Sie signalisiert, dass man nicht so ganz die Kontrolle hat, dass man einen gewissen Kontrollverlust hat und signalisiert auch etwas Schwäche. Und der andere sehr stark aktivierende Affekt, die Wut, nicht, die hat auch diesen hochschießenden Sympathikus, also diese erregende Komponente wie die Angst, aber sie signalisiert Dominanz. Ich bin in der Lage, mit der Situation fertig zu werden und ich bin stärker als diese Bedrohung. Das signalisiert die Angst nicht. Sie zeigt deutlich, die Bedrohung ist stärker als ich und ich habe Angst vor mir. Und wir haben letztendlich mit der Angst natürlich auch eine Alarm- und Schutzreaktion, nicht, die uns in Gefahren nicht droht. Wir müssen uns mit den Gefahren auseinandersetzen und der Organismus muss sich schnell automatisch auf die Gefahr vorbereiten. Das ist ganz wichtig. Es darf keine Zeit vergehen und der Körper muss automatisch reagieren. Nicht? Also er muss sehr schnell eben in diesen Kampf Fluchtmodus kommen, sonst eben kann es sein, dass er der Gefahr vollkommen unterliegt. Nicht? Und damit ist die Angst überlebensnotwendig. Nicht? Und das kann sie uns ja auch schon ein bisschen sympathisch machen, weil wir brauchen sie. Wir brauchen sie letztendlich, um zu überleben. Unsere Angstreaktion hat sich in der Evolution nicht verändert. Nicht? Das ist so das Problem. Aber was sich nicht in der Evolution wirklich verändert hat, sind wahrscheinlich für uns Menschen hier die angstauslösenden, die bedrohlichen Reize. Nicht, die waren eben, die waren für unsere Vorfahren immer sehr auch mit einer körperlichen Bedrohung verbunden. Nicht, also sie hatten Angst vor Höhe, weil sie irgendwo unterplumpsen können, wenn sie sich da falsch verhalten. Sie hatten Angst vor engen Räumen, weil sie da gefangen werden können und sich nicht frei bewegen können, nicht weglaufen können. Dunkelheit ist unübersichtlich, hat ihnen Angst gemacht. Und natürlich auch vor Tieren, die eben bedrohlich sind. Spinnen, Schlangen. Sie hatten aber keine Angst vor Steckdosen, sie hatten keine Angst vor Atomkraftwerken oder nicht. Dafür haben wir keine Vorbereitung. Wir haben keine organismische Preparedness für Ängste, die
anders sind als die bei unseren Vorfahren. Also zum Beispiel Ängste vor Steckdosen, da gibt es keine Phobie für. Ne? Das wissen Sie. Und Sie sehen hier auch, ne, schon auch beim Säugling, dass der Säugling Angst hat vor der Höhe. Er krabbelt, 6 Monate alter Säugling, das ist nicht ein Experiment von Gibson und Borg, wenn der Säugling da über dieses visuelle Cliff klettern soll, also eine Glasscheibe, darunter ist es eben ist ein Cliff, also eine kleine Höhe zu verzeichnen, das tut das der Säugling nicht. Er hält dann an und guckt und erst mit 9 Monaten etwa, wenn seine Mutter lächelt und ihm zeigt, es ist keine Gefahr, du kannst da übermarschieren oder krabbeln, dann macht er das auch. Nicht? Also er erkennt die Gefahr, er erkennt die Höhe und er hat auch davor Angst und lässt das erstmal bleiben, aber dann durch die Beziehung, durch das Signal der Mutter, klettert er darüber. Und Sie wissen auch, dass bestimmte Ängste vor Höhlen eben eine Phobie sein können. Weiß jemand von Ihnen, wie die Phobie heißt, vor Höhenangst? Die ist auch selten, das hört man selten, Akrophobie. Engräume hört man eher nicht, das ist die Klaustrophobie, die Dunkelheit, Achnophobie, das ist sicherlich jetzt nichts, was uns als Psychiater in der Praxis häufig beschäftigt oder auch nicht beschäftigt. Arachnophobie, das ist die Spinnenangst und Ophidiophobie, die Schlangenangst. Und ich sagte schon, das muss alles sehr schnell und automatisch gehen. Alle Reaktionen erfolgen eben letztendlich unbewusst. Das sind automatische Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse. Wir sehen das und wir reagieren automatisch. Deswegen können wir uns auch gar keine Vorwürfe machen, wenn wir einen starken Angstaffekt und eine starke körperliche Reaktion zeigen, weil das automatisch passiert. Also wir können es nicht kontrollieren, kaum kontrollieren. Es ist auch keine Bewusstheit dafür notwendig. Also es geht gar nicht über unseren Kortex, über unsere Großhirnrinde. Es ist ohne unseren Willen läuft es ab und sehr effizient, sehr schnell, wenig kognitive Ressourcen benötigend. Das ist die Reaktion, dann habe ich für Sie dieses kleine Schaubild gebastelt, um das nochmal zu verdeutlichen. Wenn Sie einen angstauslösenden Reiz sehen, nicht da vorne die große schwarze Spinne, dann sehen Sie den und es kann dann der Weg über unseren Thalamus, eine Struktur eher im tieferen Hirn, nicht in der Großhirnrinde, direkt zu unserer visuellen Großhirnrinde gehen. Also wir sehen dann die Spinne ganz bewusst. Wir sehen, wie groß sie ist, wie dick sie ist, wie behaart sie ist, ganz bewusst. Und dann können wir reagieren. Dieser Weg ist zu lang. Bei einem gefährlichen Tier ist es zu lang, diese kortikale Verarbeitung abzuwarten. Und deswegen hat unsere Natur das so eingerichtet, dass wir ganz schnell, blitzschnell auf diesen Reiz reagieren über unsere Amygdala. Und die Amygdala ist eine Struktur, die auch eher im tieferen Gehirn ist. Man sagt, es ist das Säugergehirn, also nicht im Kortex, nicht in der Großhirnrinde. Und die heißt Amygdala, weil sie einer Mandel ähnelt, also das paarig angelegte Mandelkern. Und da sehen wir diese Spinne gar nicht. Wir sehen sie gar nicht bewusst, deswegen ist sie da auch so klein eingezeichnet. Wir reagieren aber auf die Spinne. Also wir reagieren auf Gefahren, die wir gar nicht richtig bewusst wahrnehmen. Und es kommt automatisch dann dazu, dass unser Verhalten sich verändert, der Blutdruck hochgeht, die Muskulatur angespannt ist und wir gar nicht richtig wissen, was ist jetzt mit uns los. Es ist wichtig,
Aber trotz, also es ist für die Evolution wohl wichtig gewesen, dass wir so schnell reagieren und dass wir auch eher falsch positiv reagieren. Falsch positiv in dem Sinne, dass wir dann vielleicht auch mal Angst haben oder fliehen oder angespannt sind, ohne dass da wirklich eine Bedrohung ist und da eine gefährliche Spinne ist. Nicht, also das ist besser, als zum Beispiel dann von der Spinne gebissen zu werden oder damals für unsere Vorfahren vom Tiger gefressen zu werden. Das ist so der Weg. Und diese Amygdala, das hat man nachgewiesen, diese Mandelkernstruktur, die subkortikal liegt, die reagiert eben auf den Gesichtsausdruck der Angst, auch wenn wir die kaum wahrnehmen. Und man sieht es hier, das im Hirnscanner gemessen, dass das ein Zeichen ist für die Ängstlichkeit der Person. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der Reaktivität der Amygdala auf den Gesichtsausdruck der Angst und eben auf die Ängstlichkeit eines Individuums. Und das ist schon ein ziemlich überzeugender Zusammenhang und ein ziemlich überzeugendes somatisches, körperliches Korrelat für eine psychische Eigenschaft letztendlich und zeigt uns auch, wie eng Körper und Psyche doch zusammenhängen und dass sie eigentlich eine Struktur sind. Wenn wir jetzt dazu kommen, wann wird es zu viel? Wann wird diese Ängstlichkeit zu viel? Wann fängt sie an, uns zu zermürben? Wenn wir natürlich darunter leiden. Nicht? Wenn die Angst pathologisch wird, dann leiden wir darunter. Wir leiden unter Angstzuständen. Wir schränken unsere Lebensführung ein. Wir schränken unsere Arbeit ein. Wir können bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausführen und das kann sich dann auf immer mehr Lebensbereiche ausdehnen. Das kann mit der Arbeit anfangen und dann kann es weitergehen in den privaten Bereich. Das ist etwas, was wir nach und nach dann merken und sie kann unbegründet stark sein, exzessiv sein, mit hoher Intensität, lange anhaltend und das ist dann auch ein Kennzeichen von Pathologie und von krankhafter Angst. Ein großes Problem auch der krankhaften Angst, der Angststörung, und darauf werden wir dann auch noch kommen, ist natürlich auch die Vermeidung. Wenn wir anfangen, die Situation zu vermeiden, vor der wir Angst haben, dann schränken wir unser Leben immer mehr ein und die Angst bekommt immer mehr Raum und verselbstständigt sich, verallgemeinert sich, dehnt sich immer mehr auf, generalisiert dann. Und das ist dann eben auch eine Form der Angststörung, wenn sie eben in alle Bereiche generalisiert, wenn sie einen ganzen Tag beschäftigt mit Sorgen und so weiter. Und darüber werden wir auch noch was hören von meinem Kollegen Herrn Dr. Weyerl. Nicht, dass dann ist sie eben wirklich etwas, was unser Leben extrem einschränkt und bestimmt. Panikstörung, nicht, das sind rezidivierende Panikattacken, Agoraphobie, das ist Angst eben auch vor Plätzen, Menschenmengen, öffentlichen Verkehrsmitteln, also Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Und dann spezifische Phobien. Nicht, also die hatte ich Ihnen ja schon auch einige genannt, Klaustrophobie und andere Phobien. Und eine ganz große Gruppe ist die Angst vor sozialen Situationen. Und das ist auch etwas, was immer mehr zunimmt. Nicht? Und was unsere Vorfahren sicherlich nicht in der Form kannten. Nicht? Also sie haben gesehen, was die für Ängste hatten, die wir mitnehmen. Aber Angst vor sozialen Kontakten und vor Situationen, wo wir mit anderen Menschen zusammentreten. Wenn solche Ängste auftreten, dann muss man sie schon erstmal auch
körperlich untersuchen, nicht? Denn sie können auch mit körperlichen Erkrankungen zusammenhängen. Wie zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion, eine Hyperthyreose kann mit Angst, mit Unruhe, Anspannung einhergehen und das muss im Vorfeld dann abgeklärt werden. Medizinische Interventionen, Operationen machen Angst. Das darf man nicht unterschätzen. Das wundert einen häufig, wie sehr angespannt man danach ist, wie erschöpft. Und das ist auch einfach das Psychische und die Angst vor der Operation. Bei Substanzabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, im Alkoholentzug können Ängste auftreten. Und ein Zeichen auch des Entzuges sein und der Reduktion der Substanz eben und letztendlich bei Depressionen, affektiven Störungen, da treten können auch ebenfalls Ängste auftreten, Ängste vor auch Verarmung oder vor, ja, auch vor Insuffizienz, vor Selbstwertverlust und so weiter. Und bei psychotischen Störungen ebenfalls. Wie gehe ich nun mit einem akuten Angstanfall um? Und nicht wenn Sie sich an das Bild erinnern, die junge Frau, die auf der Straße steht, die Hände vors Gesicht hält, weil sie auf einmal so einen starken Angstaffekt hat und sich vielleicht auch so bedroht fühlt, nicht? Erstmal sollte man versuchen, natürlich ruhig zu atmen, sich zu beruhigen, flaches, langsames Atmen und sich wieder der Außenwelt zuwenden. So schwer wie das ist, solange Sie die Hände vors Gesicht halten, sind Sie in Ihrem inneren Film und es ist sonst was in Ihrem Kopf los. Versuchen Sie, sich dann wieder der Umwelt zuzuwenden und sich die Umwelt anzuschauen und sich vielleicht auf ein Detail auszurichten, zu fokussieren, sich das zu beschreiben, wie sieht das aus, wie fühlt sich das an, also dass Sie da wieder in die Welt, ins Hier und Jetzt zurückkehren und am besten ist es auch, wenn Sie sich etwas bewegen, körperlich aktiv sind, also nicht hinsetzen, weil das noch mehr die Angstreaktion steigern kann. Die körperlichen Signale, die Sie dabei erleben, die sollten Sie bemerken und nicht überbewerten und vielleicht uminterpretieren. Dass Sie sich sagen, das ist jetzt meine körperliche Reaktion, das ist nicht gefährlich, mir kann nichts passieren, ich werde nicht verrückt, ich kippe nicht um, es ist keine schwere Erkrankung, es ist eine Angstreaktion und es ist eine Reaktion jetzt meines vegetativen Nervensystems auf die Angst. Das kann dazu führen, dass sie sich etwas beruhigen und dass es ihnen ein bisschen leichter fällt, mit der Situation umzugehen. Wenn Sie auf jemanden zukommen, der jetzt eine starke Angstreaktion hat oder eine Panikattacke hat, dann versuchen Sie ruhig mit ihm zu sprechen über andere Themen, nicht über Angst. Versuchen Sie ihn jetzt so mit ruhiger Stimme wieder ins Hier und Jetzt, in die Situation, ins Lebensumfeld wieder zurückzuführen. Das hilft dann am meisten und eine ruhige Stimme beruhigt dann auch. Das ist in einer akuten Situation unsere Reaktion. Nicht? Aber wir sehen oder hören, vieles passiert automatisch. Und automatisch heißt, wir können da gar nicht so viel machen. Und so ist es auch mit langfristigen Strategien zur Angstbewältigung. Wenn wir alle mit Angst zu tun haben und das unser tägliches Brot ist, dann haben wir auch alle Strategien als menschliche Wesen, ganz normal psychologisch mit Angst umzugehen. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Und diese Strategien
die umfassen kognitive, also im Denken befindliche und Verhaltensmaßnahmen. Also wir können Denkstrategien anwenden und unser Verhalten verändern. Und wir versuchen dadurch, auf eine Bedrohungsquelle einzuwirken und den durch diese Quelle ausgelösten Angstzustand mit seinen verschiedenen Komponenten, Sie erinnern sich eben die starke physiologische Reaktion, die kognitive Reaktion, körperliche Reaktion, mit diesen Komponenten zu regulieren. Das ist etwas Besonderes, nicht, dass wir das tun können. Und wir tun das. Und wir tun das auch eben automatisch. Das ist beruhigend. Nicht? Letztendlich haben wir zwei große Möglichkeiten, mit den bedrohlichen Situationen unseres Lebens umzugehen. Und ich sagte schon, soziale Situationen sind bedrohlich. Aber letztendlich alle Situationen, wo wir mit unserem Selbstwert, mit unserem Ich-Ideal zur Disposition stehen, wo wir scheitern können, nicht wo wir für den anderen ja nicht so toll sind, wie wir uns das erhoffen. Und das sind Situationen, die Angst machen, nicht? Und und da haben wir zwei Möglichkeiten. Wenn wir in eine Situation kommen, wir wissen das, es kommt eine Situation, da werden wir, man kann es einfach sagen, bewertet, irgendwie bewertet, evaluiert. Wir kommen in diese Situation, das ist geplant, wir müssen zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch machen. Dann haben wir, wenn wir daran denken, das ist für keinen, glaube ich, eine wirklich angenehme Vorstellung, sich zu bewerben, ein Bewerbungsgespräch zu machen. Oder wir haben eine Prüfungssituation, auch das ist keine angenehme Situation für die meisten Menschen. Wir haben dies irgendwie mit Angst verbunden und wir haben dann unsere Möglichkeiten. Also wir bleiben in der Situation, wir beschäftigen uns mit der Situation oder die andere Möglichkeit ist eben gehen. Nicht, wir beschäftigen uns nicht mit der Situation, wir vermeiden das, uns mit ihr zu beschäftigen, um nicht die Angst zu spüren. Nicht, dann gehen wir, vermeiden das, wollen nicht darüber nachdenken, haben weniger Angst und wenn wir uns damit beschäftigen, dann können wir natürlich uns auf diese Situation besser vorbereiten. Und diese Strategie, diese Bewältigungsstrategie, das ist die vigilante Bewältigungsstrategie. Also wir versuchen dann zum Beispiel die Situation zu analysieren und Informationen zu suchen. Nicht, wenn wir zu einem Bewerbungsgespräch gehen, überlegen wir uns, wer führt das Gespräch, was sind das für Leute, was haben die gemacht, gucken uns das an. Und wir haben so viele Möglichkeiten, Informationen zusammenzutragen. Das ist keine große Schwierigkeit mehr. Wir suchen Informationen und planen dann die Zukunft. Wir planen das Gespräch, wir planen die Anreise, wir planen die Antworten auf mögliche Fragen. Wir gucken uns an, was gibt es überhaupt für Fragen, die gestellt werden können und so weiter. Und genauso wäre das auch in einer Prüfungssituation. Und wir können uns überlegen, wie können wir uns auch noch in der Situation beruhigen? Was hilft uns in der Situation? Und da gibt es Glücksbringer zum Beispiel. Man kann sich einen Glücksbringer mitnehmen, ein Talisman, etwas, was einen beruhigt, was man in der Tasche mit sich rumträgt. Das ist eine Möglichkeit. Oder in der Prüfung kann man sich, wenn es eine schriftliche Prüfung ist, einen kleinen Spickzettel machen und sagen, wenn ich jetzt nicht mehr weiter weiß, dann gucke ich irgendwie auf den Spickzettel. Das ist erstmal etwas, was möglich ist, die Situation ein bisschen zu kontrollieren. Wir überlegen uns, was könnte Bedrohliches auf uns zukommen, also was könnte schlimmstenfalls passieren, dass sie unfreundlich sind, dass sie die Fragen stellen, die wir nicht kennen, nicht beantworten können und so weiter und versuchen uns dann so ein bisschen auszumalen, wie gehen wir denn damit um.
sich antizipieren, die Zukunft planen. Und wir überlegen, wie war es in der Vergangenheit, welche bedrohlichen Situationen habe ich schon erlebt, ähnliche Situationen, wie bin ich damit umgegangen, und wir generieren dann die Erinnerungen an diese Zeit, an die Vergangenheit. Diese Möglichkeiten haben wir. Das hört sich jetzt so richtig gut an. Nicht? Man denkt, das ist besser als das Vermeiden. Es ist eigentlich so, dass man in der Emotionspsychologie sagt, das ist gleich fast. Also man sagt nicht, das eine ist das Bessere, das andere ist das Schlechtere. Es kommt einem so vor, es hat jedes, wie immer im Leben, seinen Preis. Nicht? Und der Preis natürlich der vigilanten Bewältigungsstrategie, das können Sie sich denken, was ist wohl der Preis? Sie sind damit sehr viel beschäftigt. Und sie können nicht viel andere Sachen dann machen, wenn sie sich da so sehr damit eben beschäftigen müssen. Das ist zum Teil, nicht? Und es ist vielleicht dann auch manchmal zu viel. Hat sich das gelohnt? War das notwendig? Sie haben das Gefühl, natürlich dann ein besseres Gefühl, eine bessere Kontrolle über diese Situation zu haben. Letztendlich muss das auch nicht sein. Es kann trotzdem auch scheitern. Aber der Preis ist natürlich, dass sie immer ein bisschen mit der Angst beschäftigt sind. Ne? So richtig ein angenehmes Gefühl ist die Angst nicht, ne? Überhaupt nicht. Und sie sind immer ein bisschen in so einer leichten Angstreaktion, wenn sie sich damit beschäftigen. Es ist eine Strategie, die vigilante Bewältigungsstrategie, die auch eher, das weiß man auch aus der Psychologie, die eher Frauen wählen, mehr Frauen natürlich sich dann aufmerksam und Informationen suchen, mit einer Gefahr beschäftigen. Und diese Strategie, die kognitiv vermeidende Bewältigungsstrategie, die wählen in der Regel etwas mehr Männer. Und da ist es so, dass man dann versucht, diesen Angstaffekt, also dieser Angstaffekt taucht gar nicht so auf, weil man sich ablenkt. Gar nicht mit der bedrohlichen Situation beschäftigt, man macht was anderes. Also shoppen jetzt nicht so bei Männern, aber vielleicht was anderes, bastelt am Auto, macht was anderes, beschäftigt sich nicht mit der Angst. Man bagatellisiert das vielleicht auch nach dem Motto, das, was die da von mir erwarten, das kann ich schon lange, das ist überhaupt gar kein Problem, was soll das? Verleugnet die Situation ganz komplett, denkt überhaupt nicht dran, plant es nicht, was kommt da auf einen zu, ist egal. Man spielt es herunter, indem man besonders gelassen ist, zum Beispiel, also ganz besonders entspannt in so eine Situation geht und betont seine eigene Stärke, also dass man überschätzt sich vielleicht auch ein Stück, nicht übersieht, man schafft das schon, man hat schon anderes gemeistert, das wird nicht so problematisch sein. Das ist so eine kognitiv vermeidende Bewältigungsstrategie. Die hat den Vorteil, dass man nicht diesen starken, also Angstaffekt ausgesetzt ist, dass man auch gelassener wirkt und dass das durchaus auch sein kann, das haben auch so Untersuchungen gezeigt, dass man erstmal dadurch in der Situation durchaus souveräner wirken könnte. Nicht? Also, dass man da auch überschätzt wird dann. Ne? Das kann passieren, wäre dann ein Vorteil auch dieser Bewältigungsstrategie. Und der Preis ist natürlich, das ist naheliegend, sie ist nicht so nachhaltig. Nicht? Also, sie kann dann irgendwann zum Scheitern führen, trägt doch nicht so lange, weil wenn man zum Beispiel auch nicht jetzt angstauslösende Situationen wie Krankheitssymptome kognitiv vermeidend begegnet, dann geht man nicht zum Arzt. Dann wartet man ab. Dann interessiert einen das nicht. Und dann ist es dann irgendwann auch gefährlich, es ist zu spät. Nicht? Also das ist dann wirklich der Nachteil dieser Strategie. Und die andere Strategie, die sucht dann schneller Hilfe, sucht schneller einen Arzt auf, stellt auch viele Fragen, informiert sich, liest dazu und so weiter.
und hat dann natürlich auch die Chance, schneller behandelt zu werden und Hilfe zu bekommen. Nicht? Das sind die beiden großen Möglichkeiten. Und so werden dann die beiden Typen der Angstbewältigung als Persönlichkeitsstile auch beschrieben. Einmal Repressor und Sensitizer. Nicht? Also Repressor, die eine hohe Vermeidung haben, die das unterdrücken, und eine niedrige Vigilanz. Und die Sensitizer, die sind sehr vigilant, aufmerksam und sind eben niedrig vermeidend. Beides kann man sich nicht aussuchen. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Sie können sich nicht aussuchen, ob Sie jetzt mehr ein Repressor sind oder ob Sie mehr ein Sensitizer sind. Das ist auch etwas, was angelegt ist. Und da kann man einfach auch sagen, das sind ein Stück, ist es die Biologie, sind es auch die Gene, ist es das, was man von den Eltern gelernt hat oder von den primären Bezugspersonen gelernt hat. Das steckt dann, das ist ja einem in der Haut sozusagen. Nicht? Da kommt man nicht raus aus der Situation. Was kann man aber tun? Man kann es reflektieren, und das ist ein wichtiger Punkt. Man kann sich damit auseinandersetzen, man kann gucken, wie reagiere ich eigentlich mit den Situationen und kann ich da vielleicht etwas ändern in meinem Repertoire? Kann ich vielleicht doch mal versuchen, das anders zu machen? Das wird man nur tun, wenn man mit den Strategien nicht mehr erfolgreich ist. Wenn man mit der Strategie erfolgreich ist und es läuft, dann ändert man nichts. Man ändert nur etwas, wenn man scheitert. Und das ist auch das Tolle am Scheitern. Es ist wirklich das Gute am Scheitern, dass es einen dazu führt, etwas zu verändern, etwas Neues auszuprobieren, sein Repertoire zu erweitern. Und das ist das überhaupt das Schöne am Menschsein, dass wir sehr komplex sein können und nicht nur eine Strategie haben, sondern vielleicht noch andere ausprobieren. Nicht? Und eine große Angst, und das ist vielleicht jetzt so, sind so Abschlussworte von meinem Vortrag, nicht sind, ist natürlich auch vor dem Scheitern. Und das Scheitern mag niemand gern, aber es ist eine Chance. Und vielleicht gibt es ihnen ein bisschen Mut, dieses Zitat von Beckett, Samuel Beckett, der gesagt hat, probieren, scheitern, wieder probieren, wieder scheitern. Besser probieren, besser scheitern. Ja. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.